Eh bien salut, c'est le Simulateur Brosson, j'espère que tu vas bien. Je vous retrouve pour la vidéo qui est sortie sur le site de Farming Simulator pour les 10 ans de farming. Je vous laisse la visionner. Moi avant ça, je tenais à vous remercier encore de tous vous êtes abonnés. Si vous n'êtes pas, abonnez-vous. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, ça fait avancer la chaîne. Je vous remercie encore mille fois. Et je vous dis à la prochaine. Stefan hat einen Jugendfreund gehabt, der Martin Beerwolf, und der hatte die Idee gehabt vom Farming Simulator. Da ist er mit der Idee auf mich zugekommen, hat gesagt, ja, Landwirtschaft wäre doch eine schöne Geschichte. Und er hat sich einfach dieses Spiel auch für sich gewünscht. Die Idee des Spiels ist einfach klasse. Stefan und ich haben programmiert, wir haben geskriptet, wir haben den Sound geschnitten und aufgenommen, wir haben die Modelle modelliert, wir haben die Karte aufgebaut, das Layout festgelegt. Und im Spiel sind immer größere Felder anzutreffen. Entwickler vom Simulator ist der Stefan Geiger. Vor 2 Jahren ist dann mit dem Computerspiel Landwirtschaftssimulator der grosse Durchbruch gelungen. Müsst ihr es weiterentwickeln? Wo ist die nächste Version? Was kommt jetzt danach? Wie macht ihr weiter? Ja, wir haben natürlich die Viehzucht ist ein großes Thema und der Multiplayer, denke ich, werden die meisten Fans lieben. Die Simulation rund um Ackerbau und Viehzucht ist ein Renner. Also Find, Massey Ferguson, Challenger und Walter, das sieht's auch in Landwirtschaftssimulator verfügbar sein werden. Wir haben unsere Tools, die wir für die Entwicklung benutzt haben, an die Spieler rausgegeben. Ja, schon im LS08 haben die Leute begonnen, das Spiel zu modden. Und wir fanden das eigentlich super cool, dass die Leute das gemacht haben. Ja, über die Zeit sind sehr viele Leute der Community, vor allem Modder, auch Mitarbeiter geworden von Giant Software. Ein Drittel aller Mitarbeiter bei Giant Software sind aus der Community rausgekommen. Inzwischen haben wir eine riesige Anzahl von Spielern mit über 15 Millionen verkauften Stück weltweit in über 18 verschiedenen Sprachen. Einfach eine riesige Zahl von Spielern und das ist einfach unglaublich. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei der Community bedanken für die 10 Jahre. Das war ein langer Weg bisher und ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Wir packen jetzt die nächsten 10 Jahre an und dann schauen wir, wo wir hinkommen.